Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Add-on-Spezial. Diesmal handelt es sich um... Ja, nee, müssen wir andersrum sagen. Diesmal eher weniger ein Add-on, sondern diesmal geht es um ein Programm, um die Add-ons in World of Warcraft zu verwalten, was sich nennt Curse Client. Curse Client könnt ihr auf der entsprechenden Homepage downloaden und installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann werden euch im Regelfall, sucht er automatisch die Spiele raus, die bei mir hier in dem Fall Minecraft und World of Warcraft sind. Bei Minecraft, ja gut, das habe ich eigentlich noch nie gespielt, traurigerweise, aber keine Ahnung, da bräuchte ich mal vielleicht auch ein paar Leute, die mir das zeigen könnten, wie es geht. Naja, so, World of Warcraft. Wenn er hier jetzt keine Spiele anzeigen sollte, sodass auch keins dort ist, dann müsst ihr das einmal manuell hinzufügen, ist aber gar nicht schwer. Ihr geht auf Tools, Add a Game, und dann öffnet er hier schon automatisch Ordner suchen. Dann geht ihr auf euer Laufwerk, wo ihr die Spiele immer speichert. In meinem Fall sind es Games, ganz passend. Hier dann Blizzard. Dann haben wir hier unten den Ordner World of Warcraft, Interface und Add-ons. So. Und dann könnt ihr hier auf OK klicken und dann fügt ihr euch das da ebenfalls hinzu. Ansonsten habt ihr hier die Übersicht über die Spieleinstellungen. Dazu kommen wir aber später. In dieser Folge will ich euch nur mal zeigen, wie man mit Curse Client die Add-ons verwaltet bzw. neue installiert. So. Ihr habt dann, sobald ihr World of Warcraft hier stehen habt, sei es nun manuell oder automatisch, habt ihr dann hier eine Auflistung eurer Add-ons, die ihr in diesem Interface-Ordner drin habt. Das heißt, hier wird euch dann angezeigt, ob die Add-ons mittlerweile veraltet sind, so wie die beiden hier oben, oder ob ihr noch Version auf dem aktuellen, ob die Versionen noch auf dem aktuellen Stand sind, so muss man ja sagen. Das wäre dann ja die hier, ne? So, wenn jetzt veraltete Versionen drin sein sollten, dann geht ihr hier auf Update und dann installiert ihr die neuen Versionen. Zack. So, wenn ihr jetzt wissen wollt, was da noch für Neuerungen gekommen sind, dann könnt ihr entweder einmal hier auf Webseite klicken, da öffnet ihr dann gleich die Seite. Hier, WIM, ne? WoW Instant Messenger ist ein Programm zum Flüstern in einzelnen Chatfenstern. Und hier steht das dann. Leider ist das ganze Programm auf Englisch, muss man dann halt eben mit dem Google-Übersetzer einmal drüber gehen, wenn man kein Englisch versteht. Ansonsten, wie gesagt, Englisch sollte ja eigentlich auch möglich sein. Man könnte hier auch schauen, wer hier die Lizenzrechte hat, Newsfiles, Release Type, Release, wie viele Favoriten das mittlerweile hat, wer der Manager ist, Projektmanager, der Autor von dem Programm. Und sonst, wenn ihr wissen wollt, was neu ist, dann geht ihr einfach auf Changes. Und hier steht dann mit der Version R450, Mysticalos, was steht da alles? Ja, dann stehen da ein paar, achso, Datum, das ist wahrscheinlich das Veröffentlichungsdatum, Entschuldigung, First Line, Path und dann, ja, Tagging ist 3624. Da stehen dann eben, achso, das ist schon die andere Version wieder. Na, da könnt ihr dann sehen, was sie für Neuerungen mit den jeweiligen Versionen rausgekommen sind. So, dann habt ihr die Möglichkeit, das machen wir auch mal gerade updaten. Zack. So, und dann habt ihr die ganzen Versionen up to date, wie man ja so schön sagt. Wenn ihr das jetzt habt, dann könnt ihr auch, hier einmal über Get More Add-ons. Könnt ihr jetzt neue Add-ons euch installieren. Zum Beispiel, was nehmen wir denn mal? Bartender nicht. Da habe ich ein anderes. Backnon brauche ich auch nicht. Hier Omen Treat Meta könnten wir mal installieren. Das ist eigentlich auch ganz interessant. So, dann habt ihr hier eine Auflistung. Normalerweise gibt es hier unten einen Balken. Wir können mal Refresh machen. So. Downloading, da, und dann zeigt euch hier in so einem orangen Balken die, den Ladevorgang an. Wenn er das hat, dann kommt dieses Fenster so, und dann könnt ihr hier auf Installieren gehen. Was wollten wir jetzt? Omen, ne? Omen, was hier? So, dann geht er da drauf, auf Install. Macht er jetzt nicht, weil er hier noch auf Downloading Database hat. Jetzt hat er sich gerade ein bisschen aufgehangen. Ja doch, jetzt geht's los. Jetzt installiert er das Programm. Steht da Installing. So, und dann sollte er irgendwann nochmal auf Install gehen. Der hängt immer noch. Wahrscheinlich hat sich's jetzt komplett aufgehangen. Das wäre natürlich voll blöd.
Ja. Also eigentlich ist das Programm unverzichtbar, weil es einfach so schön einfach ist, irgendwelche Updates und sonstiges zu ziehen, beziehungsweise auch Add-ons zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr hier so lange macht. Hier zeigt er euch dann an, dass er gerade ein Add-on theoretisch installieren sollte. Aber man sieht hier schon, dass er sich hier bald totlädt. Na gut, dann. Achso, der hat Vim noch gemacht. Oh. Ah, der war noch im Download drin. Naja, so. Dann habt ihr Omen hier drin. Dann könnt ihr auf WoW klicken. Beziehungsweise gehen wir erstmal hier noch durch Refresh, ne? Könnt ihr natürlich alles wieder aktualisieren. Dann würde euch, wenn in der kurzen Zeit noch neue Updates gekommen sind, würde euch die hier wieder anzeigen. Dann könnt ihr hier Update klicken. Das heißt, ihr würdet hier jedes Mal ein Update ziehen, könnt das löschen oder eben synchronisieren. Ich guck mal gerade, ob WoW so funktioniert, ob er das macht. Dann können wir nämlich auch mal gerade reingucken, wie das dann aussieht. So, mal schauen. Bisschen kleine Musik in dem ganzen Ladevorgang. Verbindung wird aufgebaut. Dann habt ihr hier ja Add-ons. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es geklappt hat. Kann natürlich auch voll in die Hose gegangen sein. Ne, da ist es. Omen 3. So, und dann habt ihr das eigentlich schon. Da guckt ihr, dass es aktiviert ist. Und dann seid ihr auch schon durch. Jetzt machen wir das Ganze noch wieder. Jetzt deinstallieren wir nochmal wieder oben, damit ihr das auch nochmal seht, weil ich brauche es nicht. Einmal hier. Are you sure you want to uninstall Omen TreeMeter? Yes, ich bin mir sure. Und das war es eigentlich schon zu dem Ganzen. Mehr ist es nicht. Dann haben wir das soweit. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß damit mit Curse Client haben werdet. Ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Programm, wenn man WoW zockt und vor allem, wenn man noch einer ist, der viele Add-ons braucht. Weil man da dann doch irgendwann die Übersicht verliert und es ist auch mal ein bisschen schwierig dann zu gucken, ob alle auch immer, alle Updates auch immer gezogen sind. Kann man natürlich auch machen, aber so ist es einfacher. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann auch beim nächsten Add-on-Spezial und von dem hier gibt es dann auch noch irgendwann ein Add-on-Spezial, was tiefergehend ist, mit Einstellung, Tools-Einstellung, File. Also was natürlich noch wichtig ist, wenn ihr Curse jetzt abmeldet, hier oben auf X, dann hat das Programm leider so die Angewohnheit, dass es hier unten im Task Manager drin ist. Dann müsst ihr dann hier einmal unter Tools, Option, so seht ihr. When I close Curse Client V5, also Version 5, verschiebe es in den Task Manager, so viel heißt das. Und damit das nicht ist, klickt ihr hier auf das Häkchen weg und dann beendet er das komplett. So, dann würde ich hier auch noch das Häkchen rausnehmen, weil sonst installiert er jedes Mal oben, öffnet der Curse jedes Mal, sobald ihr Windows startet. Das ist unnütz und Speicherverbrauch. Naja, das war es dazu. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über positive oder negative Rückmeldungen, je nachdem. Ist ja beides ganz gut. Und sage hiermit auf Wiedersehen und nochmal danke fürs Zuschauen.